Einen wunderschönen guten Morgen am 6. Februar 2019. Wir sind hier direkt am Lake Manapouri, am Ablegeort der Fähren, die zum Doubtful Sound und auch einfach nur auf die gegenüberliegende Seite fahren, wo wir eigentlich hin wollten, um einen Circle Track zu machen, zum Hope Arm oder in die Richtung davon. Leider fahren jetzt um 11 Uhr, wir haben 8 Uhr. Jetzt müssen wir gucken, ob wir irgendwo anders einen kleinen Spaziergang machen können, direkt am See und da ein bisschen die Landschaft genießen können. So, Spaziergang direkt am Lake Manapouri mit Blick ins Fjordland. Ziemlich geil. Auch wenn es 6 Grad draußen sind, jetzt kommt die Sonne langsam raus, es wird besser und wärmer. Und der Ausblick entschädigt sowieso für alles. And that's a female with a lovely snowy white head. And this handsome one here is a male. These are mallards introduced to New Zealand for sport, but very welcome here at the sanctuary because they make people happy. You have to try this. Thank you. Any kind person would like to be the ones on the netting, inside the netting, they can't get out. There's an adult who has no wing feathers because she's molting. So it's the time of year when duck light. And that means it's important that they even have the courage to open the flower. And he slips his tongue in. So, wir haben Glück gehabt, dass wir jetzt den Start dieser Tour abgepasst haben, gerade als wir angekommen sind. War sehr informativ. Die machen hier sehr, sehr viel für den Erhalt der verschiedenen Vögel. Viele Arten, die wirklich hier bald vermutlich vom Aussterben bedroht sein werden, wo die Zahl der Tiere hier dramatisch sinkt über die Jahre. Deswegen ja, haben wir hier auch gut was gespendet und seltene Vögel gesehen. War auf jeden Fall sehr spannend, dem zuzuhören, ihren ganzen Informationen, und hat echt Spaß gemacht. Ja, einer dieser seltenen Vögel, der irgendwie jetzt auch nur im Fjordland vorkommt, ist der Takahe. Das ist, glaube ich, hier im Fjordland so wie das Wahrzeichen generell für Neuseeland, wie der Kiwi ist. Die alle anzuschauen, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Jetzt geht's weiter. Ja. Ach ja, wir haben noch gar nicht gesagt, wir sind nämlich schon in Te Anau, keine Ahnung, wie das auf Englisch ausgesprochen wird, 20 Minuten weiter von Manapouri entfernt, auch wieder an einem See. Und hier ist auch der Eingang nachher zum Milford Sound, also zur Straße dorthin. So, wir haben einen kleinen Rundkurs um die Lake Te Anau hier gemacht oder um eine kleine Teilstrecke davon. Kurz ein bisschen gelesen, was wir jetzt so vorhaben. Jetzt heißt es einkaufen, essen gehen, tanken fahren und dann geht's los auf die Milford Road Richtung Milford Sound. Das wird eine etwas längere Strecke, weil wir da sehr oft anhalten werden vermutlich, weil die Landschaft dort unglaublich sein soll. Deswegen werden wir zwischendurch auch auf einem DOC Campingplatz campen, weil der direkt im Milford Sound auch schon ausgebucht ist, den haben wir für morgen gebucht. Bedeutet, wir werden jetzt eine Nacht mitten auf der Road da verbringen, morgens früh hinfahren und schauen, wie das Wetter ist, ob wir dann schon die Bootstour machen, dann den Tag dort verbringen, abends wieder dort schlafen direkt auf dem Campingplatz und dann schauen, ob wir den nächsten Tag noch irgendwelche Sachen machen oder direkt zurückfahren. Und dann wahrscheinlich nochmal 1000 Mal anhalten. Genau. Deswegen jetzt alle Vorbereitungen treffen und dann geht's los. So, das Abenteuer geht los. Wir sind gleich auf der Milford Road und erster Zwischenstopp ist hier Lake Nistletoe. Mal schauen, was uns da erwartet. So, nächster Zwischenhalt, Mirror Lakes. Glasklares Wasser, mega cool. Leider etwas windig heute, deswegen ist das Wasser halt nicht glatt und es spiegelt sich jetzt nicht so, dass man viel sehen könnte. Schade, schauen wir nochmal auf den Rückweg. Ist auf jeden Fall trotzdem ein lohnenswerter Zwischenhalt.
angekommen am Lake Gunn. Geil. Coole Kulisse, sehr warmes Wasser, wo wir gleich mal mit den Füßen rein wollen. Macht Spaß, vor allem bei dem Wetter. Macht diesen kleinen Walk, dauert 45 Minuten, ist zu empfehlen. So, wir sind beim letzten DOC-Campingplatz vor der Milford Lodge, Cascade Creek oder irgendwie sowas, DOC. What a view. Wir haben gerade gekocht, jetzt gibt's Essen beim Sonnenuntergang. Dann sind wir heute mal ein bisschen früher ins Bett, morgen geht's früh raus und wirklich in den Milford Sound. Yeah! Also, bis morgen früh.